Willkommen zurück hier bei Daylight. In der letzten Folge sind wir hier mit Sarah in der Klapse angekommen. Und alles ist hier wirklich wunderschön. Eigentlich nicht. Mit Island Hospital. Schon wieder von denen zu Händen aller Mitarbeiter. Ich muss erstmal wieder den Timer anmachen, so. Wir verstehen, dass sie ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decken auch sein mögen. So. Wir haben mehrere Angestellten dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Ja, ist auch dezent lustig. Da sind wir jetzt also im Archiv und die Decken sind wirklich ziemlich hoch. Was ist denn mit der los? Entschuldigen Sie, haben Sie getrunken? Ach, man kann ja nicht springen. Mist. Dr. Daniels Mrs. Daniels Suizid, genau. 1940, das ist schon echt alt. Ich gucke nie auf das Datum. Mrs. Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Mrs. Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Der Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Hier ist schon wieder was zu lesen, so viel. Das Mid-Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlungen in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zu Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Ja, gewiss. Oh Gott. Hier haben die also die Kisten umgeschoben, um sich dann so ein Raucherzimmer zu machen. Ja gut, wieso nicht? Hallo, ich möchte gern lesen. Bewohner von New Kipling werden beschuldigt, Verbrechen, 16-jähriges Mädchen, Urfte, Leben, gesteht, Schuld, ihr, gehängt, böse. Haus, eröffnet, um mit Ausbreitung der Krankheit. Keine Ahnung. Da kann man erstmal die Hälfte von nicht lesen. What? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Dame mag uns nicht. Hallo. Ich muss die ganze Zeit gehen, weil es noch so früh ist. Patient 90D von 1938. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Mario Arity, was ist das bitte für ein Name? Mario Arity. Dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als sie eintraf, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehlende Überstellung an Dr. Mercers Obhut. Der Typ hat irgendwas hier. Du. Der Typ hat irgendwas damit zu tun. Dieser Dr. Mercer. Schon wieder Patient 90D. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Daya weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit dem Blut bespuckt und irgendwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D.
90 D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Weise wichtig. Art und Weise wichtig. So, was ist los heute? Ist ja noch voll früh und so, aber trotzdem. Ich find's witzig. Okay, das können wir also schieben. Ist sehr gut. Kannst auch wieder loslassen. Möchtest du darauf gehen? Möchtest du darauf gehen? Was? Achso, ich soll darauf. Ja gut. Ergibt Sinn. Nicht. Okay, hier ist dann dieser komische Schalter. Hi. Does being out of the dark make you feel better? It shouldn't. Ja, okay. Irgendwie ist mir die alte Dame sympathisch. Ich weiß auch nicht warum. Eine rüstige Rentnerin. Das wird jetzt echt noch lustig. Ich glaube nämlich, so viel ich mich erinnere, der wirkliche Horror hat noch gar nicht angefangen. Also noch nicht so krass. Ich glaube, das fängt jetzt gleich erst an. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Wir sind da jetzt eigentlich im Prinzip nur rübergesprungen. Und jetzt dürfen wir auch den Knopf drücken müssen. Genau. Jetzt geht nämlich hier die Tür auf. Und das ist so die Tür zum Horror im Prinzip. Haben wir es dann? Da liegt noch ein Brief, den würde ich gerne lesen. Ah, das ist ein Foto. Da wird gerade eine Leiche abtransportiert. Und was steht da im Hintergrund? Irgendwas mit Land Station. Mehr kann man da noch nicht lesen. Okay. Hier ist wieder ein Brief. Ein Foto. Das ist wohl irgendeine mega große Halle, wo ganz viele Krankenbetten liegen. Okay, wir sollen jetzt, glaube ich, eigentlich keine Bildbeschreibung machen. Wenn ihr irgendwas... Wenn ihr irgendwie was anderes seht als ich, könnt ihr mir das gerne schreiben. Das interessiert mich voll. Ja, ich weiß es auch. Was geht ab? Creepy. Hieran erinnere ich mich. Ich nehme mir mal wieder so eine Fackel. Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nicht länger zu tun haben. Ich habe etwas unten im Heizungskeller gesehen und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse und ich werde nicht hier bleiben, um herauszufinden, was es vorhat. George. Ich wette, die Pandoria würde sich jetzt voll freuen, wenn sie das lesen würde mit George. Oder sie hat es vielleicht sogar schon gelesen, keine Ahnung. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnete, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Es geht übrigens um Patientin 6b. 6b, ja. Der Patientin übertragen. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Mensch, anscheinend ist Mr. Goodman nicht die einzige Person, so ist es bestimmt richtig, die etwas für arme, elende kleine Mädchen übrig hat. Ich wette, Dr. Mercer hasst es nicht. Durch da? Ich finde das mit den Türen immer so witzig. Okay. Hier haben wir schon mal wieder einen Brief. Patientin 6b schon wieder. Mrs. Eugene Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes ein Stoffbär gegeben. Mrs. Goodman wurde verwarnt und bis auf weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Sie hat dem Kind was Gutes getan, deshalb wird sie gefeuert. Das ist mal wieder eine sehr gute Arbeitsmoral. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ich verschwand, als ich mein Licht darauf, gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm.
Hier haben wir wieder einen Brief. Boah, das ist immer so viel zu lesen. Geschichte von New Kipling. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voller eifriger und optimistischer Menschen heran. Optimismus. Die Stadt brauchte aufgrund von Übervölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. So, durch da. Okay, da hinten haben wir schon mal... What? Nein, wunderbar, ich freue mich. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und leichte Zugang zu Handelsrouten hat früher Siedler in das Dorf gelockt. Ja, wunderschön. Ich muss mich mal wieder mit Kaffee besaufen, so wie so Elloboy das immer sagt. Ich bin kein kaffeebesoffener Mensch. So, lecker, lecker. Okay. Den gehen wir mal suchen. Hallo! Wieso läuft die immer weg? Ist ja dreist. Oh, hi. Ich glaube, das sollte mich dezent erschrecken. Dass es andere Leute erschreckt, weiß ich, aber ich bin davon schon irgendwie abgehärtet. Möchtest du eventuell Patientin 13? Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Ja, das ist traurig natürlich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendetwas... Oh mein Gott, das hat mich so erschreckt, nicht Spaß. Irgendwas ist mit Patientin 13 sonderbar, nenne ich es mal. Wir lesen hier ja permanent von ihr und auch von 12a und von 6b. Dr. Watkins empfahl alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasie zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Oh, creepy. Hi! Ich dachte, die Hexe wäre da. Das wäre echt schön gewesen. Okay. Hallo! Oh, da war sie. Ich habe sie gesehen. Sie war direkt neben mir. Das ist auch so eine richtige Fotze. Oh, das zu sagen ist, ich bin so ein gutes Vorbild wie immer. What? Was stimmt hier nicht? Oh mein Gott, es ist alles so creepy. Ich höre hier schon diese geistesgestörte Musik. Hi! Okay, was ist das? Eine Schere. Vielleicht hat er sich ja damit... Wieso die immer so lustig wackelt, frage ich mich. Okay, die Hexe ist hier wieder irgendwo unterwegs. Ich weiß noch nicht wirklich, wo ich jetzt lang muss. Ach, hi. Boah, verpiss dich, Alte, ey. Was stehst du mir im Weg rum? Bist du geisteskrank oder was? Boah, wie ich hier manchmal rede, ey. Das geht gar nicht, aber ist mir auch egal. Das Spiel ist nun mal ziemlich abgefuckt. Jetzt muss ich komplett außen rumlaufen. Yay. Da war ich bereits drin. Das soll einem, glaube ich, einfach nur... Ja, genau. Das soll einem einfach nur alles Angst machen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich kenne das Spiel einfach schon zu gut. Kann ich auf die Map eigentlich gucken? Das ist sehr günstig. Ja, ich muss eigentlich jetzt exakt geradeaus. Komme ich da wieder raus? Nö, so komme ich zum Menü. Mache ich einfach mal den hier. Und das bleibt dann auch so, das ist auch recht günstig. Aber das sieht so aus, als würde ich zurückgehen, das ist doch dumm. Ich will ja nicht zurück mit dem Ding. Ja, hier gehe ich ja nur wieder zurück. Das ergibt voll keinen Sinn. Dann gehe ich jetzt einfach mal rechts lang. Hier kam ich ja her. Lol. Was ist hier das Problem?
Hier war es ja gewiss nicht. Was ist das dort hinten, was so komisch unscheinbar heilbar leuchtet? Ich gehe jetzt einfach hier lang. Hier war ich noch nicht. Gibt es hier irgendwas? Nö. Boah, sich hier permanent so verrückt zu machen. Ich glaube, das macht es auch nicht besser. Okay, hier ist dementsprechend einfach mal gar nichts. Dann gehen wir einfach mal weiter. Hier ist ja nichts. Dann gehe ich nochmal hier lang. Ja, da hinten ist es. Wunderbar. Dann war das dieses Mal gar nicht so weit entfernt. Wie das in der Hand dann immer aufleuchtet. Mega creepy. Naja, geht so, ne? Dr. Mercer, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projekts von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. Da ist wohl irgendwas am Schreibtisch. Kann ich das lesen? Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihm zu zusammenhanglosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Okay. Da sind wir jetzt also im Prinzip im Verwaltungstrakt. Hi. Genau, so wird's sein. Kann ich das Klo aufmachen? Nö, kann ich natürlich nicht. Da wünschte ich schon wieder, ich wäre in One Late Night. Da konnte man immer das Klo so lustig aufmachen. Ich fand das toll. Hier liegt wieder ein Brief, den habe ich eben übersehen. Patient 9F wurde mit Verbrennungen auf über 60% seines Körpers eingewiesen. Hauttransplantation wurde angeordnet. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig über Visionen, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. Ja gut, auch wenn er es nicht will, wir machen es trotzdem. Zurück kommen wir schon mal nicht mehr. Okay, dann gehen wir hier mal ins Büro rein und nicht wieder raus. Oh, creepy. Da liegt erstmal ein Brief im Ofen. Den wollte bestimmt jemand verbrennen. Da sind Beweise drin. Judy, vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen. Lol, was hier so steht, das lesen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dann.